Kontrolleure am Weiben, Freunde. U-Bahnhof, Hermannplatz. Was geht ab, Freunde? Six all in the mix. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Kollegen Kamberg TV wieder am Start. Auf YouTube verlinkt mit Kampinski. Einmal unten in der Infobox ab anschauen. Ich will auch mal so Videos wie du machen, hier in Berlin. Ich muss aber erst so reinfinden. Dafür bist du jetzt kommen erst. Es kommen erst mal Videos aus Mexiko. Ja? Weil da habe ich noch viel und dann kommt das irgendwann. Dann müsst ihr jetzt mal schauen auf die Kontrolleure. Ja? Er hat kein Ticket. Ich habe heute kein Ticket. Nee, ich habe immer ein Ticket gehabt, aber ich habe jetzt dieses 9-Euro-Ticket in 2 Tagen. Und ich wollte einfach nur raus, schnell was essen gehen, aber in Berlin musst du immer aufpassen. Wirklich. Echt. Da kommt schon wieder der nächste. Also, ist wirklich heftig. Ja. Freunde, Intro. Freunde, das Thema ist ja heute, was ich euch eigentlich erzählen wollte. Berlins gefährlichste U-Bahn-Linie, U8. Ja, das ist Berlins gefährlichste U-Bahn-Linie in Berlin oder in Deutschland, wird gesagt. Ja. Und wir sind jetzt hier vor der U8 in Berlin-Neukölln, Hermannplatz. Und wir fahren jetzt Richtung Mitte. Und ich will mich ganz kurz mal vergewissern, ob das wirklich die gefährlichste U-Bahn-Linie ist. Ja. Ich war schon eine Weile nicht mehr damit unterwegs. Ich fahre ja sonst immer U8, U7, U6 oder sonst was. Ja, U2 Richtung Zoo oder ein paar andere Dinge. Ich bin ja sonst immer in Mitte oder so, oder Friedrichshain sehr viel unterwegs. Und heute mal durch Neukölln. Von Neukölln Richtung Mitte. Mal sehen, was wir so hier so erleben in der U-Bahn. Bist du auch so ein bisschen gespannt, was hier so abgeht? In der U-Bahn immer, da ist immer ein Sänger, der kommt aus Venezuela. Wir fahren jetzt einfach mal U-Bahn. Und der Kollege beim Erzählen. Handy einfach ausgegangen. Ich weiß nicht, was mit der Kamera ist, vielleicht überhitzt oder so. Ich brauche unbedingt ein neues Handy. Ich finde es eine halbe Stunde. Ist ja immer krasser. Selbst die Handykamera hat keinen Bock mehr. Ja, aber was ich hier geil finde, U-Bahn, wie ich dir gesagt habe, da ist, ich weiß nicht, ob es gut drauf ist, da ist ein Sänger aus Venezuela. Und der singt immer Luis Miguel, ein Sänger aus Mexiko. Ich unterhalte mich auch mal mit dem. Ich gebe immer 1-2 Euro. Jetzt jedes Mal hier, da steigt Hermannsplatz ein. Ja. Das sind mal 3 Stationen. Feierst du. Der macht einen locker Monat. Bitte nach. Schaut sich das an. Ob es jetzt die gefährlichste U-Bahn-Linie Deutschlands ist oder Berlins, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass sie ziemlich voll ist. Und das jedes Mal. Selbst an einem Sonntag. Wie seht ihr, Kamberg? Was sagst du? Ja, Sonntag. Was geht jetzt in Nürnberg am Sonntag? Oh, da ist wirklich Walking Dead angesagt. Todeltanz. Ja, Walking Dead ist wirklich gut. Ja. Ist entweder, ich sag immer so, entweder schaut euch Walking Dead die 8. Staffel an. Auf Netflix und ich schaue durch die 9. Staffel draußen. Aber ich will Berlin immer was los. Berlin ist sogar am Sonntag. Und wie gesagt, geil auf jeden Fall, weil ich finde es eine geile Nummer, weil die ist dann schön auf der Durchlauf des Tornes. Ja, ist heftig. Ist wie New York, der White Zone. Ah, fast so wie New York. New York ist schon mal ein bisschen. Ist auch crazy. Aber es Vergleich zu 7 zum Beispiel. Oder wie ist die kleinste U-Bahn? Die 2. Was war das? U5? 4. U4 ist die kleinste. Ja, Neundorf. An der Strecke. Ja, sehr, sehr klein. Bei U8 sind diese neuen Bahnen. In den ganzen anderen U-Bahn-Linien sind die alten Bahnen. Noch aus den 90er Jahren. New York ist echt so. Findest du jetzt die U8 gefährlich? Ja, allgemein in Deutschland ist gefährlich. Kannst du dich vergleichen mit New York, da habe ich schon echt manche Situationen gehabt. Kannst du dich vergleichen mit Deutschland, ist immer so. Ja. Hast du ja recht, Bruder. Nee, mal sehen, was wir so erleben heute. Ja, in Berlin ist eigentlich immer was los. Immer was los. Vor allem am Sonntag auch. Jetzt ist schon mal Sonntag 18 Uhr. Ja, ist heftig. Sonntag 18 Uhr. Wir immer noch unterwegs. Wir gehen jetzt gleich nochmal asiatisch essen. Ich mache übrigens mehr TikTok jetzt. Mein neuer TikTok-Channel ist auch unten verlinkt in der Infobox. Auch genauso wie von Kamberg seiner. Kamberg ist schon professionell auf über 200k. Ja, ich bin erst neu. So. Schwer, muss man sagen. Aber es bringt halt nur Unterhaltung, primitive, dumme Sachen, oder? Nee, du kannst auch richtig coole Sachen auf TikTok machen, meiner Meinung nach. Ja. Wirklich geile Sachen. Aber Cringe kommt viel mehr an. Halt auch, weil die Sache ist halt hier auf YouTube. Ich merke es gerade selber. Ja. Wo ich mit dir dieses Fußballvideo gemacht habe bei Hertha, hat voll gezogen, schon mal aus einem Kanal, der wirklich keine Reichweite hat. Ja. Auf einmal jetzt, übrigens habe ich 4500 oder sowas. Das ist gut für einen Kanal, der wirklich keine Reichweite hat. Ne? Und wenn ich jetzt ein Mexiko-Video mache, dann sucht halt danach gerade. Und die Sache ist bei TikTok, was halt geil ist, dass es auf diese For You-Page kommt und die Leute gleich sehen lassen. Ja, krass. Ja, Hammer, Bro. Hammer. Aber ich habe halt bloß wirklich gemerkt, dass man mit purer Unterhaltung so.
Ja, nur Cringe. Cringe kommt immer weiter. Und ich frage mich, warum. Machen, so, weißt warum du? Cringe immer zuerst? Also Cringe steigt immer schneller. Ja, Cringe steigt schneller, weil die... Es ist halt einfach, die Leute scrollen am Handy rum und gucken halt irgendwas. Und dann machen einfach gar nichts. Die hocken jetzt bei der, weiß nicht, so warm draußen ist, irgendwo daheim. Ja? Und dann scrollen sie halt auf der For You-Page und dann zack, wird da Video angezeigt. Und auf YouTube musst du halt danach suchen, weißt du? Ja. Oder du hast schon abonniert. Ihr habt ja schon abonniert halt. Deswegen ist es halt auch so, dass man auch... Die meisten Leute, die dich jetzt halt hier zuschauen, ja, bei dem Video weiß ich, okay, sind deine Subscribers, so halt, die halt schon lange dabei sind. Ja. Und auf TikTok merkst du auch in den Kommentaren, sind mal viele neue Leute. Ja. Und bei YouTube ist so, nur wenn du halt ein Topic hast, wie diese Stadion-Vlogs bei dir, ja, da waren auch viele neue Leute, weißt du, die da mal... Das kommen aber mit Glück Leute, weißt du, rein, ja. Weil die halt danach gesucht haben, die wollten dieses Hertha-Spiel, Relegation gegen HSV sehen. Ja, und deswegen ist TikTok geil. Hammer. Ich muss halt aufpassen, man kommt schon so eine gewisse Sucht bei TikTok. Ja, die Sucht ist da, aber ich mach jeden Tag einen TikTok. Wenn es klappt, ich hab Schiss, dass man da so behindert bleibt dann. Oder dass man behindert wird durch die ganze Künstler. Es gibt viele möchte ich bescheuert werden davon. Es gibt wirklich viele TikToker, die den Weg geschafft haben. Auch richtig viele, soweit deswegen voll viele große Influencer sagen, also YouTuber sagen immer, TikTok nur das und das. Aber in der heutigen Zeit ist halt schwer, mit YouTube hochzukommen. So. Das ist krass, ja. So, stell dir mal vor, du lädst dieses Video jetzt hoch, ja, auf einen neuen Account oder so, oder auf deinen zweiten Kanal zum Beispiel. Ja. So, und dann hast du Pech, da hat es halt nur 500 Klicks und so. Das ist ja halt schade. Abfuck, weil die Leute, du kannst es halt nicht finden. Schau mal, ich mache wirklich geile Videos. Erstmal der Eindruck, Bro. Ja, Berlin in seiner... In seinem Rand und Band, Bro. Facettenreicher. Geht's nicht? Was sagst du? Die Tür ist richtig geil, halt, ne? Die Tür ist richtig geil, Digga. Die bricht bald auseinander, Alter. Ist richtig gut, richtig geil. Guck die, Bro. Kamberg. Guck mal, der Vergleich zu Nürnberg, ja, Nürnberg und Berlin. Soll ich dir den Unterschied zeigen? Willst du den Unterschied sehen? Guck mal hier. Boah, lass da. Da ist noch eine alte Ostwand so hier, ne? Haha, Digga, Alter. Heftig. Richtig nice. Ja, Mann. Aber Bro, das ist heftig. Guck mal, diese scheiß Luftrohre hier, ja? Also älter geht's nicht. Guck mal, wie die ausschauen. Ach, sehr schön. Du kannst mir nicht erzählen, dass du das feierst, Digga, doch, oder? Ich feier das. Echt? Weil wir hier mitten schon mal, wo wir sind. Echt, ja? Muss man mal sehen, wo wir sind. Ich meine, Bro, nicht in Neukölln mehr. Das sind Backsteine, Alter. Sondern schau mal, wir sind halt schon in Berlin-Mitte. Ja. Müsste schon Berlin-Mitte sein, ja? Ja. Und das ist halt krass. Die alten Aufzugsteile. Ja, dass auch in Berlin-Mitte das so ausschaut halt. Mal, guck mal hier, der Wagen, Digga. Ne? Ja, ist das. Ey. Damit kannst du zum Beispiel auch in TikTok richtig viel Klicks machen mit so alten Autos. Digga, das ist schon ein paar hundert Jahre her, das Ding. Heftig, also. Ja, Bro, aber das ist heftig, dass es die meisten Leute herzieht, Alter. Ja, krass. Ihr wisst, Kamberg ist ja in Berlin verliebt. Ja. Und er macht jetzt sogar übrigens einen TikTok. Könnt ihr euch auf seinem TikTok-Kanal angucken. Ja. Schaut euch das an. Kamberg, Alter. Also feierst du diesen alten Ost-Berlin-Stil? Ja, also Ost-Berlin-Stil ist richtig geil. Ich mach jetzt mal mein TikTok drauf. Ich will mal auch YouTube-Videos aus Berlin machen. Ja. Es hat nur ein geiles halt gezogen halt so, weißt du? Okay. Ja, in Berlin ist es ein bisschen schwierig, da muss man erstmal reinkommen, ne? Ja, bei mir hat nur das Hertha-Spiel gezogen, aber wie gesagt, das war halt so, weil die Leute danach gesucht haben. Man hat ja gesehen, dass bei mir 70% kommen aus der Suche halt oder Videovorschläge. Ja. Und das ist halt immer die Sache. Da habe ich manchmal aber auch, dass Leute aus der Suche kommen. Ja, aus der Suche kommen. Gut, ich mache das schon ein paar Jahre. Ist ja kein Wunder. Für Berlin halt, ist kein Wunder. Ja, aber ich glaube, dass der Suchbegriff Berlin richtig zieht, so, weißt du? Ja. So, das ist ja bei meinem Hauptkanal. Guck dir mal an, wie die das abschließen hier. Wie feierst du denn die Absperrung hier? Guck mal. Ja, hier eher auch viele Leute, die Randale da machen. Alter, guck dir das an! Ja. Die Randale, wie ist das in Nürnberg? Schließen die Sachen auch so ab? Ja, schließen. Ich habe auch in der Gastro gearbeitet. Okay. Die schließen das auch ab. Aber nicht so asozial wie in Berlin, oder? Nee, auch schon. Also ich habe auch so, eigentlich das Gleiche. Wird auch so abgesperrt. Auch in der, Problem ist halt auch in der Altstadt da bei uns. Mhm. Viel Alkoholismus halt am Wochenende. Das sind besoffene Leute. Und dann hat jemand einen Beziehungsstreit oder so. Und dann nimmt er mal den Ding und schmeißt auf die Straße. Ich sage immer so, Leute mit Alkohol. Ja, Bro. Brudi, wir laufen jetzt einfach mal kurz zum Essensspot. Heftig mit einer Kassette hier. 90er Jahre, wer kennt das nicht? Comeback, du kennst das sogar noch alles. Das ist eine Kassette hier, raufgeklebt. Ja, das meine ich, krass, das Street Art ist schon richtig cool. Ja, es ist, Berlin ist halt unschlagbar in Street. Ist halt in New York zum Beispiel. Da ist halt wirklich fast gar nicht mehr sowas. Es ist nur noch in New York, ist halt dann auch... Meine in, Band. In wie heißt das? In New York und so hast du fast gar nichts mehr. Okay.
Ja, das hat sich ja da auch irgendwann mal verändert. Aber das kommt ja von dort halt. Ja, klar. Und deswegen feiere ich halt, dass du im Endeffekt bist hier in Berlin-Mitte und du hast halt trotzdem noch gewisse Straßen, die halt so. Ja, Berlin cool bleibt hart, Digga. Ja, Berlin bleibt hart. Berlin bleibt hart. Deswegen, halt, geilste Stadt für mich in Europa. Ja. Hätte ich damals gar nicht gedacht, so als kleiner Limmel, der hier aufwächst, dass Berlin, alle nach Berlin irgendwo kommen. Was ist hier los, Alter? Das ja, verstehe ich bis heute nicht, verstehst du? Ich pack das nicht. Ich pack das nicht. Du musst das meine Weil ich bin hier im Loch aufgewachsen, weißt du? In Deutschland, so, weißt du? In Berlin-Neuköllner Loch, weißt du? Schätzen zu wissen. Halt, und irgendwann kommen irgendwelche Leute hier und wollen irgendwelche Wohnungen kaufen. Ist so. Und mieten. Ist für mich ist Alter, die... Damals waren Leute mit Butterflies abgestochen. Ja, die interessanteste Stadt so. Meine Krank, Digga. Ja. Für mich ist das zu paradox alles. Dass das irgendwann mal interessant wird hier alles. Ich hätte immer gedacht, dass die Stadt Berlin irgendwann komplett runtergeht. Also nee. Komplett wirtschaftlich ganz am Boden sein wird. Nee, Berlin ist hip so, aber das ist halt Frank, so eine, ist eine schlafende Metropole so. Halt. 20, 25 weißt du? Jahre später. Aber es, halt, es spricht sich halt voll rum auch. Es ist halt, ich glaube, vor 10 Jahren war es, also die letzten 10 Jahre ist es schon nochmal so richtig extrem geworden hier. Ja, krank. Das sind so viele Touristen gekommen. Und dass sich das halt auch rumspricht. Schon mal, ich war auch, wo ich in Mexiko war, ich auf einer Party und da war ein Typ irgendwie aus Kolumbien. Und er meinte auch so, ja, Berlin war auch schon mal krass, krasse Stadt. Also, das spricht sich halt auf der Welt rum so halt. Ja, ja, auch die Clubs hier oder das Party. Und so. Ja, schon du musst dir überlegen, damals andere Welt halt. So krass in den Nachrichten die Schlagzeilen, auf EBZ oder irgendwo in RTL. Ja, damals. Ja, Rüdli und Co. Und jetzt 20, 25 Jahre später, Kanye West geht im Grill Royal frühstücken, Alter. Ja, ist die Sache. Was sucht der denn hier, Digga? Nee, weil muss ich dir vorstellen, so ein Kenneck läuft hier rum wie ich. Und auf einmal sitzt da Kanye West, oder? Ja, weil es halt einfach... Digga, es ist halt wirklich die geilste Metropole. So. Ich war so froh, wo ich hier gelandet bin, wieder aus Mexiko vor 2 Wochen. Ja. So, ich bin ja rausgekommen und dann habe ich gleich in der U-Bahn diesen Vibe gefühlt. Ja, okay, du wolltest ja unbedingt nach Berlin, ne? Ja, unbedingt. Yeah. Unbedingt. Aber unbedingt zurück, Bro. Unbedingt so. War geil, Mexiko ist, don't get me wrong, auch geile Sachen so, ne? Kannst dir mal anschauen, die Vlogs oder die, ja, ist geil, du fügst mal so oben ein, ja. Könnt ihr mal draufklicken, geile Werbung für mich. genau, klickt da mal drauf, Leute, schaut euch mal aus Mexiko an. Safe, safe. Ich mach da ein paar. Alles ist unten nochmal schön verlinkt, ja. Freunde, wenn ich mit dem Herrn Comeback unterwegs bin. Das, schau mal, hier ist halt wirklich schön halt, einfach zu chillen und so. Ja, geil. Märkisches Ufer, Freunde. Ja, super, Bro. Ja, geil, ja. Krass, Alexanderplatz, direkt in der Ecke. Ich war noch niemals hier gewesen, übrigens einfach. Ne? Jetzt weiß ich, wie du das meinst mit den Ecken. Es gibt hier Ecken, ja, du bist gleich gegenüber, Alter. Ja, das meine ich, da muss ich auch mal hier... Schau mal, es ist halt voll die geile Gegend. Sehr geil. Heftig. Auch wieder so eine Ecke gefunden, Leute. Richtig nice. Wieder schönes Wetter, kein Regen wieder. Alles super einfach wieder. Sehr, sehr schön. Comeback, Alter. Wollen wir mal zusammen hochgehen da? Wo mal zusammen was essen gehen irgendwann mal? Fernsehturm, oder? War ich schon mal oben. Wenn das nächste einmal, Geld da ist. Einmal war ich oben gewesen, das Problem ist war... teuer, wa? Wenn du, es gibt ja eine Etage, die untere ist, glaube ich... Hm. Ich weiß nicht, ob die untere oder die obere, aber eine ist fürs Restaurant. Hm. Und die andere ist halt nur als so... Ja, das letzte Mal, als ich da war, 12 Jahre, 10 Jahre. Im Restaurant war ich noch nie gewesen halt. Aber nur das Hochgehen kostet, glaube ich, 16 Euro oder so. Boah, hab ich gewonnen, Digga. Das hat, der Eintritt war mal 5 Euro, Alter. Ja, 16 Euro, Digga. Aus Berlin hat das damals was gar nicht. Heftig, Digga. Ja, 50 Cent wahrscheinlich, ne? Ja. Aber ist nie Vorgabe, wenn du so unter Denkmalschutz, wenn du hochgehst, ja. Ist es noch richtig, ist es richtig ausgeglichen. Ich feiere das voll. Richtig schöne Gegend. Ja. Und guck mal, so ein richtig alter BMW, Alter. Guck mal hier. Ost-Berlin BMW, Freunde. Nee, München. Oder? Nee, BMW ist ja aus München. Ach, aus München. Ja, aber so, du musst dir vorstellen, die standen damals so in Berlin so. Vor der, über der Mauer im Osten waren die ja auch vertreten, oder? Oder waren die nur im Westen, nee, die Dinger? Westen. Nur im Westen? Nur Westen. Okay. Der war ja, ihr merkt, ich habe keine Ahnung, Drabi, Alter. Drabi, das Auto von der DDR. Okay. Oder Wartburg, aber... Ja, BMW kommt ja aus Bayern. Ja, aber wenn du aber den Wagen schon so siehst, ohne Emblem, dann sieht das schon so aus wie... Okay. Das war damals Kult für sowas hier. Ich weiß noch, wo die Leute, die Kohle hatten, eingestiegen sind. Mhm. Und alle waren immer neidisch auf solche Autos. Nee, heute ist das Ding nicht mehr, nichts mehr wert, so richtig. Wenn ich hab kein Auto, aber wenn, dann würde ich mir sowas holen. Halt. Ganz alt, ne? Ja, ganz alt. Krass, Mann. Besser als so ein neues Ding. Neues Auto fährst du ein bisschen und dann ist gleich... Ja, ja. Hier, die E-Bikes, ja, alles hier, E-Bikes, alles sowas heute. Ja, krank, Bro. Geil, Mann. So, Comeback, wir schauen uns jetzt die Dinger ein bisschen näher an, oder nicht? Hast du Bock? Bist du dabei, oder was? Wir sind tatsächlich jetzt hier auf dem Schiff, Alter.
Nicht, dass der Besitzer von oben dann wieder runterschreibt. Ey, komm mal runter hier! Ich hätte jetzt echt keinen Bock auf eine Anzeige, aber hey. Alter, schaut euch das an. Das ist ja typisch Berlin so, oder? So ein Randale-Typ. Comeback. Einfach mal so reinkicken. Das war die Idee. Ja, aber die Dinger hier zum Beispiel sind auch schon uralt, finde ich. Das ist hier schon ein bisschen älter, so weißt du. Können wir mal kurz mal gucken, was da so auf dem Schiff ist. Ja. Nicht, dass ich mich hinpacke, Freunde. Aber ich dachte, ich muss euch mal ein bisschen mehr ermöglichen. Ich glaube, da ist jemand, oder? Meinst du, in solchen Dingern wohnen auch Leute? Ja, manche schon. Ich glaube, das ist jetzt hier. Aber hier ist jetzt keiner. Ja, ich wollte euch so ein bisschen von der Nähe Sachen zeigen. Und ja, wenn der Besitzer das sieht, melde dich. Ja. Ein bisschen Werbung hier für dich. Wenn du keinen Bock drauf hast, dann schneide ich den Scheiß wieder raus. Ist alles kein Problem. Ja, schön. Hier haben wir einen Kanal in Berlin, Alter. Erinnert mich so ein bisschen an Amsterdam. Ja, voll das Tier so ein bisschen. Also die haben wirklich alles. Klein Amsterdam. Mitten in Berlin, Freunde. Ich hoffe nicht, dass da jemand rauskommt und mich jetzt zur Sau macht. Ne? Also. Ah ne, alles gut. Gehen wir ganz kurz auf die andere Seite. Heftig, Digga. Wo bin ich hier gelandet, Bro? Heftig, hier sind noch ein paar andere Sachen hier, ein bisschen Eimer, ein paar Pullover sehe ich gerade drin, ein paar Klamotten. Komm, wir gehen wieder runter, Freunde. Gehen wir wieder runter. Nee, sieht interessant aus, im Sommer wahrscheinlich. Auch für allmögliche Bauarbeiten oder sowas hier alles. Ich glaube, das sind so, für so Dinge, die sie zum Beispiel an den Brücken, wenn jemand was umbauen oder irgendwie was an der Fassade klebt. Dafür sind die Schiffe hier da, um Sachen umzubauen. Das Ding bewegt sich sogar. Scheiße. Wir gehen mal wieder runter. Kann man da rein? Ist abgeschlossen. So, wir gehen mal wieder runter. Ja, so uralte Boote, finde ich. Die sind wirklich uralt. Ja. Ah, wir kommen wieder hoch, Alter. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, wie die ganzen YouTuber das machen. So mit einer Hand ist hart, Alter. Ah ja, ich muss erst mal darauf, wa? Ich voll Hans, Alter. So, kommt man doch da raus. Ja, war interessant, Freunde. Ich wusste gar nicht, dass ich so eine fette Sau bin, Alter. Das ganze Boot bewegt sich, als ich drauf war. Hat sich bewegt. So, hier muss ich mal kurz ausmachen. Also, ja, Freunde, hier sind wir wieder oben. Berlin D. Ja? Was sind das für hässliche Blumen, Digi? Was geht denn eigentlich ab? Ich glaube, das wurde auch schon seit Jahren so gelassen. Ja, wurde einfach so gelassen. Oder einfach irgendwie so verwahrlost sieht das alles aus. Okay. Naja. Ja, schau mal. Das ist ja, schau mal, das ist ein Boot und da wachsen einfach mal Tier drauf. Gib dir mal. Das wächst auf dem Boot drauf, siehst du das? Ja, mit ein bisschen Erde geht das. Krass. Das ist einfach mal ein kompletter Lost Place. Eigentlich, ne? Fischerschube, ist eine Fischerschube. Steht drauf. Stolzenhagen, aus Stolzenhagen kommt da raus. Fischerstube. Ich glaube, der Film ist heute fertig noch. Freunde, www, ein bisschen Werbung hier für euch. www.fischerstube.info. Einfach mal reinschauen. Falls sich Leute interessieren. Ja, habe ich gerade gesehen. Ich glaube, es fährt gar nicht mehr. Das historischer Hafen in Berlin. Ja, da hast du recht. Einfach Warum Musik aus dem Nichts, Alter. Einfach Party. Am geilsten die Leute einfach gegenüber, die im Restaurant sitzen am Sonntag. Zack. Ja, jetzt auf einmal wieder gutes Wetter. Ich verstehe das nicht. Ja. Berlin, Digga, Berlin. Ja. Ja, auch hier so die Gebäude, die ihr seht. Hier muss ich nochmal extra ein Video machen, nochmal mit Drohne vielleicht mal vorbeikommen, wa? Boah, mit Drohne schon mal. Heftig. Hier startet die Drohne. Ja, schon richtig geil. Das haben eine geile Gegend heute. Wäre auch sehr, sehr interessant, mal herzukommen. Um mal so die Gegenden hier zu checken. Doggy Style. Ja, Die Häuser sind richtig geil. Heftig. Ja, wir gehen jetzt was essen. Ne? Der Herr Kamberg hat auch jetzt Hunger bekommen. Ja, so viel gelaufen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns gleich auch ein bisschen. War ein geiles Video, spontan. Danke, du musst jetzt wahrscheinlich gleich hier schneiden und gleich hochladen.
gleich droppen am heutigen Tag. Ich habe immer wahrscheinlich Stress. Schon droppen. Ich muss immer liefern, den Leuten, immer liefern. Ja, ist heftig. Ja. Schon mal, ich hatte noch Videos zu Mexiko, die sind schon mittlerweile fast 2 Monate alt. Müsst ihr überlegen. Sind schon, da war ich vor 5 Wochen gewesen. Ja, aber darfst du nicht viel. Oder 6 Wochen. Ja, darfst du jetzt viel nicht vergessen. Ich bin in den anderen Dingern schon drin und du bist in deinem Tier auch schon weiter, weißt du? Ist schon so lange her. Du musst da, wenn du da reinkommst, ist sowieso einfach alles. Freunde, Six All in the Mix. Ja, wir sind wieder hier. Das war's, wir sind durch, Freunde. Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren, kommentieren, was ihr davon hält. Wir haben uns jetzt hier in Berlin-Mitte sozusagen fortbewegt. Auch Neukölln, in Neukölln haben wir angefangen. Neukölln haben wir Fass, ja. Und sozusagen, das war's mit dem Video, Freunde. Peace out. Check den Kollegen mal ab. Wäre richtig geil. Schaut mal alles mit. In der Infobox. Ah, ja. Wäre richtig geil. Der Kollege ist nicht umsonst da, wo er ist, Freunde. Peace out. Bis zum nächsten Video.